Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also angemessen fand ich jetzt den Redebeitrag gerade nicht unbedingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist spät, wir sind alle müde. Aber wenn man so einen Gesetzentwurf sieht und man eigentlich, ich würde sogar den Grünen unterstellen, dass sie wissen, dass es da ein Problem gibt, dann so einen Redebeitrag hier abzuliefern, ich glaube, da gucken sich die entsprechenden Menschen sich den auch mal an und denken sich dann auch ihren Teil. Eins steht fest, beim Thema Musikschulfinanzierung muss sich in Hessen etwas bewegen. Musikschulen begreifen sich selbst als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind ein sozialer Betrieb, erfüllen einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie sind für alle Menschen offen, die ein Instrument oder Singen lernen wollen, und sie wollen ihre Lehrkräfte und ihre gute Arbeit angemessen entlohnen. Das ist das Selbstverständnis, das aber in Hessen durch fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand immer weiter ausgehöhlt wird. Hessen belegt den vorletzten Platz aller Bundesländer beim Anteil der öffentlichen Mittel an der Gesamtfinanzierung der Musikschulen. Deswegen ist die Eigenbelastung der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern im Bundesvergleich hier besonders hoch. In Hessen tragen die Privathaushalte... Frau Kula, Herr Bellino, die Gespräche werden für mich nicht schwerer zu hören, wenn sie hier stattfinden. Frau Kula, ja. Sie haben das Wort. Genau, deswegen ist die Eigenbelastung der Schülerinnen und Schüler im Bundesvergleich hier besonders hoch. In Hessen tragen die Privathaushalte im Durchschnitt 64% der Gesamtkosten ihrer Musikschule. Im Vergleich deutschlandweit sind es 50%. Das führt dazu, dass Musikschulen die Wahl haben, ob sie weiter an der unsozialen Gebührenschraube drehen, die ihr soziales Selbstverständnis angreift, oder ob sie ihre Lehrkräfte befristet und schlecht bezahlt beschäftigen wollen. Das Land Hessen und die Kommunen tragen hier die Verantwortung, die Musikschulen angemessen auszustatten, damit diese zynische Logik der Unterfinanzierung endlich ein Ende hat. Die den öffentlichen Musikschulen zur Verfügung stehenden Mittel für Honorare zwingen die Lehrenden in prekäre Lebensverhältnisse ohne soziale Absicherung. Das führt zu einem erheblichen Fachkräftemangel. Die examinierten Musikschullehrer wandern in andere Bundesländer ab, und darunter leidet die Qualität des Unterrichts. Eine bessere und angemessene Bezahlung der Musikpädagogen und Musikpädagoginnen wäre ein wichtiges Ziel. Doch das Nachwuchsproblem an Musikerinnen und Musikern spürt nicht nur die Musikschule. Musikunterricht an Grundschulen gehört mittlerweile zu den Mangelfächern. Deutschlandweit steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die ein Musikschulangebot nutzen, seit Jahren kontinuierlich an. Das ist ja auch eine gute Sache. In Hessen waren es 2019 fast 120.000 Kinder und Jugendliche. Aber insbesondere die frühkindlichen Angebote könnten unserer Meinung nach noch besser ausgebaut werden. Lediglich etwa 5.000 Kinder unter 4 Jahren nehmen an frühkindlichen Musikangeboten der Musikschulen in Hessen teil. Ziel muss es doch sein, jedem Kind zu ermöglichen, musikalische Bildung unabhängig vom Geldbeutel der Eltern in Anspruch nehmen zu können. Und es gab auch in den letzten Jahren verschiedene Projekte, die auch gut waren, Jeki zum Beispiel, und Erfahrungsberichte der Teilnehmenden waren da auch immer positiv. Nicht selten sind Kinder so zum ersten Mal mit Musikinstrumenten überhaupt in Berührung gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man eine Verbesserung der Finanzlage der Musikschulen auch langfristig regeln kann. Und die SPD schlägt hierfür ein eigenes Musikschulgesetz vor. Ich meine, das kann man natürlich so machen. Allerdings führt ein eigenes Gesetz nicht automatisch dazu, dass die öffentliche Finanzierung auch bedarfsgerecht ist. Sachsen und Brandenburg zum Beispiel haben eigene Musikschulgesetze. Dort müssen Eltern trotzdem noch ganz schön tief in die Tasche greifen. Der Gesetzentwurf sieht hier vor, den Musikschulen ab 2021 2 Millionen € jährlich zur Verfügung zu stellen, die progressiv dann anwachsen sollen, bis die Landesfinanzierung 1/3 des gesamten Finanzierungsbedarfs entspricht. Die anderen 2/3 sollen dann die Kommune und die Eltern zu gleichen Teilen tragen. Das wäre in der Tat eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Lage. Ich frage mich allerdings so ein bisschen, was mit den 2 Millionen €, also woher sozusagen der Betrag kommt und ob dadurch dann wirklich ab nächstem Jahr die Arbeitsbedingungen verbessert werden können und die Gebühren auch schon sinken. Aber das müssen wir dann eben in der Anhörung besprechen.
aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch zielführender ist, eine Dynamisierung ohne eine Obergrenze zu haben. Weil wenn man bei dieser Drittellösung ist es ja schon so, wenn die Gesamtkosten irgendwie steigen, dann steigt dann natürlich trotzdem immer noch die Gebühr, die Eltern dann tragen müssen. Deswegen muss man darüber auf jeden Fall diskutieren. Und ich will mal einen Gedanken, der vielleicht utopisch erscheint, aber vielleicht ist es auch unsere Aufgabe, mal reinbringen. Wenn man Musikschulen wirklich als Teil der öffentlichen Bildungsstruktur versteht, muss man vielleicht auch überlegen, ob man nicht irgendwann dahin kommen will, dass Eltern gar keine Gebühren mehr zahlen sollen, sondern Kommunen und das Land die kompletten Kosten übernehmen. Aber wie gesagt, das ist auch eine Frage, in der wir in der Anhörung diskutieren können. Das Ziel des Gesetzesvorhabens der SPD teilen wir auf jeden Fall ausdrücklich. Und ja, wir freuen uns auf die Anhörung. Und ich will noch einmal sagen, aus einer eigenen Perspektive, ich war auch in der Musikschulband, also da war nichts mit Wagner und Bach, wir haben da AC/DC, Rammstein und Gott weiß was irgendwie geschrammelt in der Band. Also jeder hat ja auch seine eigene Vorstellung, wie so eine Musikschule zu funktionieren hat.